Wasserstoff oder Elektro? Was setzt sich durch? Was ist die Zukunft? Und welche weiteren alternativen Antriebe gibt es noch? Ich bin Tassilo und dieses Format How to Switch ist für euch Fuhrparkleiter, für euch Fahrer und alle, die sich für das Thema Elektromobilität interessieren. Hier beantworte ich alle Fragen der Community, also auch eure Fragen. Bleibt dran, schaltet ein, jetzt geht's los! Elektrisch und wasserstoffbetriebene Fahrzeuge werden häufig miteinander verglichen. Die einen schwören auf Wasserstoff, die anderen auf Elektro. Beide Antriebe bringen Vor- und Nachteile mit sich. Ich schaue mir heute beide Technologien unter drei Gesichtspunkten an. Wie sind sie grundsätzlich aufgebaut? Wie effizient sind sie? Und welche Anwendungsbereiche können realisiert werden? Wie funktioniert ein Elektrotruck? Und wenn wir über elektrische Lkw sprechen, meinen wir batterieelektrische Lkw. Im Fachjargon auch BEV, Battery Electric Vehicle genannt. Im Prinzip ist das Fahrzeug recht einfach aufgebaut. Es gibt eine Batterie und einen Elektromotor. Und die Batterie fungiert als Energiespeicher. Hier befindet sich also die Energie gespeichert drin. Und der Elektromotor nutzt jetzt diese Energie, um das Fahrzeug anzutreiben. Und die Batterie kann extern über ein Stromkabel bzw. ein Ladekabel wieder geladen werden. Wie funktionieren wasserstoffbetriebene Lkw? Und hier müssen wir eine Einordnung vornehmen. Wenn wir hier im Rahmen über wasserstoffbetriebene Nutzfahrzeuge sprechen, meinen wir elektrische Nutzfahrzeuge mit einer Brennstoffzelle. Und wie es der Name schon richtig sagt, sprechen wir hier über ein elektrisches Nutzfahrzeug. Hier ist also ebenfalls der Bestandteil, dass wir eine Batterie haben und einen Elektromotor. Nur dass wir in dem Fall hier die Batterie kleiner realisieren können und zusätzlich eine Brennstoffzelle haben mit einem Wasserstofftank. Übrigens, dieser Tank muss nicht zwangsläufig Wasserstoff sein. Man kann auch eine Brennstoffzelle zum Beispiel mit Methanol betreiben. Wenn wir die beiden Technologien miteinander vergleichen wollen, müssen wir natürlich auch über die Effizienz sprechen. Das bedeutet, wie viel Energie wird tatsächlich in Bewegung umgesetzt? Beim elektrischen Nutzfahrzeug ist der Wirkungsgrad sehr hoch und das liegt vor allem daran, dass wir keine Energie mehr wandeln müssen. Die elektrische Energie, die sich in der Batterie befindet, kann vom Elektromotor direkt genutzt werden, um das Fahrzeug anzutreiben. Und das bedeutet, dass wir hier über Wirkungsgrade über 85% sprechen. Jetzt mit wasserstoffbetriebenen Nutzfahrzeugen aus. Und hier müssen wir vielleicht noch einmal die Funktionsweise ein bisschen genauer erklären. Wir haben einen Tank. Dieser Tank versorgt die Brennstoffzelle, also als chemische Energie. Die wird dort gewandelt in elektrische Energie, fließt dann in die kleinere Pufferbatterie und diese Pufferbatterie treibt dann das Fahrzeug an. Und aufgrund des langen Wandlungsprozesses, der hier auch von chemischer in elektrische Energie umgesetzt wird, ist der Wirkungsgrad natürlich ein bisschen reduziert. Wir sprechen hier von Wirkungsgraden zwischen 50-60%. Nur als Referenz für euch, beim Diesel-Lkw sprechen wir über einen Wirkungsgrad von ca. 40%. Also 40% von dem, was im Tank steckt, wird tatsächlich in Bewegungsenergie umgesetzt. Wo machen rein elektrische Nutzfahrzeuge denn jetzt Sinn? Und hier ist es so, dass wir die Segmente, die wir auch heute schon abdecken können, natürlich elektrifizieren sollten, wie zum Beispiel den Verteilerverkehr oder den Kommunaleinsatz. Und darüber hinaus mit steigender Energiedichte natürlich auch weitere Einsatzsegmente, sodass wir auch eine größere Reichweite einfach auch abdecken können. Das liegt vor allem daran, dass ein rein elektrisches Nutzfahrzeug ungefähr dreimal so effizient ist wie ein Brennstoffzellenfahrzeug, zum Beispiel mit Wasserstoff. Hier ist es so, dass in der Produktion und Herstellung des Wasserstoffs ein hoher Wirkungsgradverlust stattfindet und natürlich auch in der Brennstoffzelle selber. Wo machen jetzt wasserstoffbetriebene Lkw am meisten Sinn? Und das ist vor allem im Fernverkehr. Warum ist das so?
weil wir im Fernverkehr hohe Reichweiten benötigen. Für ein batterieelektrisches Fahrzeug bedeutet das also, wir benötigen viel Batteriekapazität. Damit steigt aber gleichzeitig der Anschaffungspreis. Es steigt auch gleichzeitig das Leergewicht, weil die Batterien schwer sind. Und auf der anderen Seite sinkt aber die Nutzlast. Das bedeutet, ich zahle mehr für meinen LKW, kann aber weniger realisieren. Und das ist gerade im Nutzfahrzeugbereich nicht wirtschaftlich. Hier machen vor allem Nutzfahrzeuge mit einer Brennstoffzelle Sinn. Aufgrund der kurzen Betankungszeit des Wasserstoffs und aufgrund der hohen Reichweite. Wir wollen von euch wissen, was euch interessiert. Welche Fragen habt ihr zum Thema Elektromobilität? Über LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter und YouTube habt ihr die Möglichkeit, eure Fragen einzureichen. Vor jeder Folge poste ich entsprechend auch die aktuellen Themen und darauf könnt ihr natürlich reagieren. Welche weiteren alternativen Antriebe gibt es denn? Es gibt einmal Biokraftstoffe, synthetische Kraftstoffe, die basieren aber auf der gleichen chemischen Struktur. Dementsprechend haben wir auch kein Potenzial zur CO2-Reduktion. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, Wasserstoff in einem Verbrennungsmotor zu verbrennen. Und hier haben wir natürlich dann auch die Möglichkeit, CO2-frei ein Fahrzeug anzutreiben. Aber vergleichen wir jetzt den Wasserstoffmotor mit dem Brennstoffzellen-Elektro-LKW, ist der Wirkungsgrad beim Verbrennungsmotor mit Wasserstoff deutlich nochmal niedriger als das Brennstoffzellen-Elektro-Fahrzeug. Welche Unterschiede gibt es bei wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen zwischen LKW und PKW? Und hier müssen wir so ein klein bisschen uns in den Chemieunterricht in der Schule zurückerinnern. Wasserstoff ist ein Element der ersten Hauptgruppe, befindet sich also ganz oben links im Periodensystem der Elemente, ist also damit das flüchtigste Element, was wir so kennen. Und dementsprechend brauchen wir auch einen großen Druck, um entsprechend diesen Stoff zu lagern, um ihn auch zu transportieren zu können. Und im PKW-Bereich haben wir Druckniveaus von ca. 300 Bar. Das reicht natürlich nicht aus, wenn wir hier im Fernverkehr eine weite Strecke zurücklegen wollen. Dementsprechend brauchen wir ein viel höheres Druckniveau und hier sprechen wir von über 700 Bar. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen mehr Klarheit in die Wasserstoff-Elektro-Debatte bringen. Falls das Video euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Drückt am besten auf die Glocke, dann seid ihr immer up to date, wenn ein neues Video kommt. Und ansonsten kann ich nur sagen, ich freue mich auf euch in der nächsten Folge von How to Switch. Bleibt elektrisiert, euer Tassilo.